Herzlich willkommen zu den Task Force Raid Guides mit Damon. Und ziehen halt. Wir erklären euch heute aus der Operation Abschaum und Verkommenheit im Hard Mode den ersten Boss Dash Root. Nachdem ihr den Raid betreten habt, könnt ihr euch am Anfang persönliche Schildgeneratoren kaufen. Wofür die gut sind, erkläre ich euch im Laufe des Bosskampfes. Wir fahren hier geradewegs auf den ersten Energiegenerator zu. Sobald man den Generator klickt, erscheint der Boss Dash Root. Man kann ihn entweder mit dem Rücken zu den Pfeilern tanken, also zu der Wand, oder mit dem Rücken zu dem Pin, wer da jetzt links im Bild ist. Wo der Söldner steht. Ja, die Hauptaufgabe der DDs besteht natürlich darin, die Ads zu töten, die den Schildgenerator angreifen. Nachdem dies erledigt wurde, geht der Damage wieder zurück auf den Boss. Und mit dem Schildgenerator sollte man hier ruhig nochmal betonen, weil sobald der Schildgenerator down ist, ist das Schild down. Und die Ads greifen direkt den Schildgenerator an und wir wollen nicht ohne Schild dastehen. Und wir können auch nicht lange ohne Schild überleben. Denn wenn das Schild down ist, deckt sich ein Debuff hoch, der pro Sekunde mehr und mehr Schaden verursacht. Und dagegen helfen? Die persönlichen Schildgeneratoren. Exakt. So, jetzt wo das Schild down ist, muss ein DD oder der Tank das neue Schild aufnehmen, so wie gerade geschehen, und den Boss zur nächsten Station kiten. Während dieser Phase werden zwei zufällige Spieler außerhalb des Kreises teleportiert, irgendwohin. Die müssen dann den persönlichen Schildgenerator aktivieren und schnellstmöglich zu der Gruppe zurückkommen. Nachdem dies geschehen ist, bringen sie Ads mit, die natürlich sofort getötet werden müssen. Ja, und ebenfalls wichtig ist, dass man nicht in die gelben Zonen reinläuft, weil genau wie im Story-Mode verlangsamen diese Zonen. An der nächsten Station angekommen, wird der Schildgenerator dort auch abgelegt. Ja, und hier zeigen wir jetzt auch die andere Alternative des Tankens, nämlich gegen diesen Pylon. Auch das geht ziemlich gut, um den Schlag und den anschließenden Kick von Dash Root abzuwehren. Hier kommen wieder die Ads, die gefokust werden, auch vom Off-Tank, von allen. Die Phasen wiederholen sich ziemlich häufig. Man muss immer zum nächsten Schildgenerator aufpassen, dass man im Sandsturm nicht die Orientierung verliert, wenn man weggekickt wird, den gekauften Schild zünden und unter die Kuppel zurücklaufen. So lange, bis der Boss dann liegt, oder Sinat? Jo. Die Laufphasen eignen sich am besten, um Schaden auf dem Boss zu machen. Außer wenn die Wurmratten da sind. Die verursachen nämlich im Hardmode auch noch einen Debuff und müssen direkt weggehauen werden, wie Sina eben schon gesagt hat. Der Boss wird immer nach dem Kick abgespottet, beziehungsweise fokussiert sich in vielen Fällen schon automatisch auf den zweiten Tank, nachdem ein paar Mal hin und her gespottet worden ist.
Der Raid sollte zu keinem Zeitpunkt ohne Schild dastehen. Das heißt, wenn der stationäre Schild weg ist, sollte direkt die bewegliche Schildkuppel gezogen werden und da muss auch direkt zum nächsten Pfeiler rübergelaufen werden. Wenn ihr unser Video mögt, dann klickt auf den Like-Button, abonniert uns für noch mehr Videos und schreibt uns eure Verbesserungsvorschläge für den Bosskampf oder für unsere Videos gerne in die Kommentare.